Alles über die christliche Taufe. Was ist die Taufe? Die Taufe ist eine öffentliche, symbolische Handlung als Bekenntnis zu Christus. Das heißt, mit der Taufe bekennt sich der Täufling öffentlich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu Jesus Christus. Es ist ein Bekenntnis der Zugehörigkeit und der Nachfolge Christi. Ich bin Christ und folge Christus nach. Das ist das Bekenntnis der Taufe. Die Taufe ist also nicht heilsrelevant. Wer lässt sich taufen? Jeder Mensch, der sich zu Jesus Christus bekehrt, das heißt Jesus Christus annimmt im Glauben als seinen Retter, also jeder wiedergeborene Christ, sollte sich und darf sich unmittelbar nach seiner Bekehrung taufen lassen. Wer tauft? Die Taufe ist nicht eine Sache der örtlichen Gemeinde, auch wenn sie oft in Verbindung steht mit der örtlichen Gemeinde, aber es ist nicht eine Sache der örtlichen Gemeinde, sondern grundsätzlich kann jeder wiedergeborene Christ einen anderen Christ taufen. Wie ist die Taufe? Die Taufe bedeutet im Grundtext Untertauchen in Wasser. Das heißt, der Täufling taucht in Wasser unter und wieder auf. Dabei symbolisiert das Wasser den Tod Christi. Das heißt, indem er untertaucht in Wasser, macht er sich symbolisch eins mit dem Tod Christi. Und indem er auftaucht, macht der Täufling sich symbolisch eins mit der Auferstehung Christi. Die Taufe geschieht immer auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Taufformulierung sollte der Täufer bei der Durchführung der Taufe laut aussprechen. Die Taufe kann grundsätzlich an jedem Gewässer durchgeführt werden, an jedem See, Meer oder Fluss, aber auch zu Hause in der Badewanne. Was ist die Folge der Taufe? Die Taufe ist ein Bekenntnis, das heißt, der Mensch ist durch die Taufe dem Bekenntnis nach ein Christ und demnach soll er auch sein ethisch-moralisches Leben in Übereinstimmung sein mit dem Bekenntnis, also in Übereinstimmung sein mit Christus. Sonstiges. Der Täufling muss keine weiße Kleidung tragen, er muss kein Taufgewand tragen, es muss auch keine Gemeindefeier oder Gemeindeveranstaltung stattfinden, auch wenn es vielleicht schön und gut ist und die Taufe oft im Rahmen der Gemeinde durchgeführt wird, muss es aber nicht stattfinden. Und der Täufling muss auch kein Zeugnis ablegen oder von Menschen geprüft werden, um sich taufen zu lassen. Es gibt explizit keine Voraussetzung, um sich taufen zu lassen, außer implizit die Wiedergeburt, also wiedergeborener Christ zu sein. Aber es gibt keine Voraussetzung im Sinne von Erkenntnis oder auch keine ethisch-moralische Voraussetzung. Ein Mensch, der getauft ist, ist dem Bekenntnis nach Christ, aber wenn er kein Leben hat aus Gott, also wenn er nicht wiedergeborener Christ ist, ist er zwar dem Bekenntnis nach Christ, aber letzten Endes ein Namenschrist, kein echter Christ, sondern ein Scheinchrist.